Eine Flüchtlingsunterkunft mitten in Hamburg. Sebastian Ploog holt seine Kids ab. Wegen Kamera. Der Parkour-Trainer ist mit seinen Helfern jeden Freitag unterwegs, im Sinne der sportlichen Völkerverständigung. Das ist auch der Charme der Gruppe, dass wir immer nicht genau wissen, wer mitkommt, außer der Kollege. Ne? Du bist immer mit am Start. Seigi kommt aus Albanien. Zusammen mit 20 weiteren Kindern aus Flüchtlingsfamilien geht's ab in Hamburgs prunkvolle City. Hier im Oberhafenquartier ist das Spendenprojekt Die Halle untergebracht. Doro Heinrich vom Unterstützerverein der Flüchtlingsunterkunft und eine Bürgerstiftung tragen das Projekt. Für die Kinder ist das total gut. Einfach mal raus und was Neues und körperlich betätigen. Und die wachsen auch über sich hinaus und lernen so andere Grenzen kennen. Oder springen über ihre Grenze. Wir treffen uns hier auf der gelben Mattenfläche. Seit 6 Wochen läuft das Projekt. Seitdem verstehen sich die Jugendlichen aus den unterschiedlichsten Kulturen immer besser. Ranko hatte am Anfang keinen Bezug zur Gruppe. Das hat sich inzwischen geändert. Der hippe Straßensport überwindet Grenzen, die der Schwerkraft und die in den Köpfen. Die Leute hier können Deutsch reden und so besser verstehen und so. Das ist immer gut. Die sind auch nett zu uns. Wenn jemand streitet, die höllen uns hintereinander und fertig, das war. Springen, Rolle, mit Händen machen so, alles, keine Ahnung. Was ich sagen. Also ihr springt einmal, wartet, Arme gehen wieder nach hinten. Einmal in der Woche für 2 Stunden sind die Flüchtlingskinder in der Trainingshalle. Am Anfang hat Trainer Sebastian dabei ganz schön Nerven gelassen. Die Jugendlichen mussten sich unterordnen, das fiel nicht allen leicht. Ich habe eher das Gefühl, dass einfach die überschüssige Energie so da ist, ne? Weil die eben den ganzen Tag nicht beschäftigt werden. Und du siehst einfach in dem Moment, wo du ihnen hier diesen Spielplatz gibst, rasten alle aus. Da müssen wir immer mal wieder kurz zur Ruhe rufen. Dann geht's aber auch. Bis auf kleine Kabbeleien haben wir da jetzt nicht so die großen Probleme. Für 3 Monate hat die Bürgerstiftung das Projekt finanziert. Danach wird neu verhandelt. Für das Miteinander der Flüchtlingskinder, das hat sich schon gezeigt, sind solche Initiativen ein großer Gewinn.